Fünf. Yes. Okay, so, go Sieht ahead das now. jetzt aus? Jetzt sieht es perfekt aus. Bitte Okay. loslegen. Viel Erfolg. Gut. Ja, guten Abend aus Swakopmund und herzlich willkommen zum Vortrag Mut zur Zukunft. Vielen Dank für die Teilnahme und für das Interesse, heute Abend mit dabei zu sein. Diese Idee ging von Holger aus, mein Vortrag Mut zur Zukunft, auch über Zoom auf, ja, soll ich sagen, internationaler Ebene zu halten. Holger, sehr, sehr herzlichen Dank dir für deine Bemühungen. Ohne dich wäre das heute Abend nicht möglich. Du hast unendlich geholfen. Du hilfst auch sehr insgesamt dem Forum weiter, vor allen Dingen mit der Website. Also du leistest da fantastische Dienste und wir und ganz besonders ich sind dir da sehr, sehr dankbar für. Mein Vortrag lautet Mut zur Zukunft. In Rot, change the way you look at things and the things you look at change. Oder wie kann ich mein Problem besser als eine Herausforderung zur Findung einer Lösung sehen? Ich bevorzuge das Wort Herausforderung über dem Wort Problem. Ich möchte vorab sagen, dass ich hier in Swakopmund zum ersten Mal gebeten wurde, vor etwas mehr als einem Jahr, mir Gedanken darüber zu machen, wie man gerade den jungen Menschen, die unser Land verlassen haben oder auch noch verlassen wollen, um im Ausland, hauptsächlich in Deutschland, zu studieren, sich ausbilden zu lassen und dann zu arbeiten, wie man es ihnen vielleicht ein bisschen einfacher machen kann, über diese Entscheidung gründlich nachzudenken, anhand persönlicher Schicksale, die ich heute Abend schildern werde. Meine Familie ist seit 1910 im Lande. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der nächste Screen kommt. Müsste ja eigentlich. Tut er jetzt gerade noch nicht. Warum tut er das nicht? There we go. Aber zunächst einmal zu mir. Ich bin Jahrgang 1948, habe auf der Farm Jena mit Karakul Swakara gefarmt, mein ganzes aktives Berufsleben, das dort auf der Farm 1975 angefangen hat. Ich war zunächst auf der Farmschule, auf der Farm Jena, dann war ich in Plön in Schleswig-Holstein, 9 Jahre im Internat bis zum Abitur. Dann habe ich von 1970 bis 1973 in Pretoria Agrarökonomie studiert bis zum BSc, war 1974 an der Oregon State University in den USA für Graduate Studies und habe dann 1975 für die Farm Jena 210 Kilometer südöstlich von Windhoek von meinen Eltern gekauft. 1975 haben Heidi und ich geheiratet. Wir haben 4 Töchter und inzwischen 8 Enkelinnen und Enkel. Ich habe 42 Jahre lang die Interessen der Farmer in irgendwelchen Organisationen vertreten. Ob es jetzt der Farmerverein Uhlenhorst, Karakul Swakara, AGRA, die Namibia Agricultural Union gewesen sind oder ich bin immer noch engagiert in der Deutsch-Namibischen Entwicklungsgesellschaft, im Rotary Club of Swakopmund und jetzt eben seit einem Jahr im Forum deutschsprachiger Namibia. Namibia, das wissen die meisten von euch, die heute Abend zugucken und zuhören, ist und bleibt ein Land, das der menschlichen Besiedlung schon immer sehr feindlich gegenübergestanden hat. Und dennoch sind wir hier, weil die Vorväter sich durchgebissen haben. Das Überleben in Namibia wird immer eine Herausforderung bleiben. Und das ist das eigentliche Thema. Ich möchte eben zeigen, dass die vielfachen Herausforderungen, die die Generationen vor uns gehabt haben, in den allermeisten Fällen auf irgendeine Art und Weise mit viel Kreativität, mit Fleiß, mit Eifer überwunden worden sind und danach es irgendwie weiterging, hier in diesem Lande, obwohl dieses Land, weiß Gott, kein einfaches Land ist, um hier zu überleben.
Die meisten von euch wissen, dass die ersten Missionare gekommen sind, trotz extrem schlechter Verkehrs- und Kommunikationsverhältnisse. Es gab große Konflikte der Bevölkerungsgruppen untereinander, besonders der Nama und der Herero. Hitze, Dürre, Staub, auch Tod, zum Beispiel der Missionar Vollmer, waren von Anfang an mit dabei. Die Lebensmittel waren manchmal sehr knapp und Missionare waren manchmal gezwungen, die sogenannten Uinkis oder Feldzwiebeln zu essen. Dann fing langsam die deutsche Besiedlung ab 1884 an, woraus sich dann leider auch eben die Kriege mit den Namas und Hereros ergeben haben. Sehr traurig, diese historischen Geschehnisse, aber damals herrschte der Geist der Zeit der Kolonialismus. Das Streben nach wirtschaftlicher Entwicklung im Lande war primär am Anfang in der Landwirtschaft und im Bergbau. Für die Landwirtschaft war es sehr schwierig, Produkte zu finden. Fleisch und Wolle konnte nach Südafrika exportiert werden, aber eben Fleisch nur lebendig und Wolle in Ballen, aber es war ein unendlich weiter Weg. Die Gebrüder Fuchs haben diese Herausforderung damals angenommen und sind mit erhandelten Rindern durch Botswana bis an den Biswatas-Rand getreckt, so in etwa 2000 Kilometer. Das dauerte damals 3 Monate. Und dann wurden die Tiere dort verkauft. Es gab einen großen Bedarf an Fleisch, weil die Minen schon im Gange waren, sehr viele Arbeiter hatten. Und es wurden neue Lebensmittel und andere Verbrauchsgüter in Johannesburg eingekauft, die dann wieder mit den Ochsenwagen zurück nach Namibia transportiert wurden und hier wieder verkauft oder gegen neue Rinder eingehandelt wurden. Daraus ist dann das sehr bekannte und heute noch bestehende und in deutsch-namibischer Hand sich befindliche Geschäft Becke und Fuchs geworden, unter anderem. 1907 sind durch den Weitblick eines Leipziger Pelzhändlers Paul Thorer die ersten Karakul-Schafe aus der Bukhara, im heutigen Usbekistan, importiert worden. Vor allen Dingen für den Süden war das ein großer wirtschaftlicher Segen. Es sind nur 12 Tiere ursprünglich importiert worden, 10 Mutterschafe und 2 Böcke oder Rammel, wie wir hier sagen. Und insgesamt sind reinblütige Karakuls nur etwa 2000 importiert worden, bevor die Russen dahinter kamen. Das war ja damals noch das Zarenreich, dass da eine Konkurrenz zu erwachsen droht und die Exporte gestoppt haben. Und in den 1970er Jahren waren so viele Schafe entstanden, dass tatsächlich 5,5 Millionen Felle produziert und exportiert wurden. Der Markt liegt ja in Übersee. Und das ist so dramatisch kollabiert, dass 2021 nur noch 10.000 Felle exportiert worden sind. Mein Großvater Hans Lühl kaufte 1910 die Farm Garib bei Dordabis. 13.500 Hektar groß, aber es war eben einfach nur Landschaft, die er damals kaufte. Es gab nicht mal Wasser. Er hatte, weil sein Vater früh gestorben war, Zugriff auf sein Erbe, konnte dadurch die Farm bar bezahlen, hatte Jura studiert, wollte aber entweder Forstwirt oder Landwirt werden, hatte jemanden während des Studiums aus Deutsch-Südwestafrika kennengelernt, der in der Nähe von Dordabis eine Farm besaß und hat nach seinem Staatsexamen gesagt, ich fahre jetzt erstmal dahin und gucke mir das an und ist dann geblieben. Dann hat er sich zunächst erstmal eine Wellblechbude aufgestellt, später ein Lehmziegelhaus, wir werden gleich noch Fotos dazu sehen. Dann hat er 1912 an seine Mutter im Westfälischen, in Gemen bei Borken, wer sich da auskennt, geschrieben und hat gesagt, er hätte schon 35 Kühe und 30 Kälber und auch einen Bullen und einen kleinen Gemüsegarten, aber es gäbe hier keine Frauen. Sie sollte sich bitte umschauen nach einer Frau für ihn. Dann hat sie zurückgeschrieben, sehr bald. Postverbindung damals mit den Würmerndampfern klappte sehr gut. Da wären 2 Mädels und er sollte lieber selber kommen und die Endauswahl treffen. Dann hat er sich im August 1912 ein Dampferticket gekauft. Die gesamte Geschichte ist von meiner Mutter in einem kleinen Büchlein festgehalten worden.
ist rübergefahren, hat zu seiner Mama gesagt, hallo, hier bin ich, wo sind die Mädels? Dann hat die Mutter, also meine Urgroßmutter, zu ihm gesagt, jetzt erstmal bitte nochmal rasieren und ordentlich anziehen, kaufen Strauß Blumen. Du weißt ja hoffentlich noch, wie das alles funktioniert. Und dann fährst du mal rüber zu der Familie Punks und da ist die Tochter Frieda. Und als er dann abends zurückkam, sagte die Mama, und wie war's? Wie ist Frieda? Da sagt er, die ist prima, die passt fantastisch, die nehme ich. Im November 1912 saßen die beiden verheiratet auf dem Dampfer zurück nach Deutsch-Südwestafrika, um die Farmerei weiter auszubauen. So machte man das damals. Als kleine Anekdote so zwischendrin. Auch eine große Herausforderung, eine geeignete Frau zu finden. Und die fand er in unserer Großmutter Frieda, die dann die beiden, die Ureltern einer großen Sippe von vielleicht knapp 100 inzwischen gewesen sind. Er hat auf der Fahrt raus von Windhoek mit der Pferdekutsche vermieden, etablierte Farmhäuser mit schönen Gärten, die schon bestanden, anzufahren, sondern hat die umfahren, damit seine junge Braut nicht neidisch würde, denn zu Hause war also gerade mal ein Lehmhaus ohne Garten entstanden, aber immerhin war die Wellblechbude weg. Die 22-jährige Frieda hat damals 6 Monate keine weiße Frau gesehen. Sie hat logischerweise auch unter großer Einsamkeit gelitten. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, hat ja Südafrika 1915 sehr schnell Deutsch-Südwestafrika besetzt und es entstand eine sehr große Unsicherheit für die Zukunft aller Deutschen im Lande. Hier ist eine Karte eingeblendet, wo die beiden Farmen aufgezeigt sind, die Farm Gahl sowohl als auch die Farm Jena. Ich muss mal ganz schnell fragen, ich sehe hier, weil ich im Moment der Host bin, ob da jemand von mir reingelassen werden muss. Ich kann das im Moment nicht so richtig beurteilen. Nochmal. Vielleicht könnt ihr da helfen oder muss ich einfach nur weitermachen? Ich sehe jetzt niemanden, der reingelassen werden muss. Okay, ich habe nur eben gesehen, 2 people have entered the waiting room. Kannst du die nicht einfach anklicken und sagen, ja, rein mit euch? Ja, ich kann mal ganz schnell hier gucken, wenn ihr euch einen Moment mal geduldet. Ja. Es sieht mir so aus, als ob alle drin sind. Ich sehe jedenfalls hier keine Namen auf einer Warteliste. Ja, okay, sehr gut. Gut, also das ist, wie gesagt, die Karte und zeigt Farm Jena. Das liegt östlich von Kalkrand, nördlich von Mariental und die Farm Gareb südöstlich von Norderbiss. Hier ist die Wellblechhütte oder das Wellblech-Pontok meines Großvaters Hans Lühl 1911. Es wurde nur draußen auf dem Dreifußtopf gekocht und da links steht die Fettschmiede. War also äußerst primitiv. Er hatte ja zunächst überhaupt mal einen Brunnen graben müssen, um an Wasser zu kommen. Aber er hat sich da durchgebissen, er hat dieses Leben in dieser unendlichen Freiheit genossen. Er ist viel auf Jagd gegangen, Fleisch, Wildfleisch spielte eine große Rolle bei seiner Ernährung. Er hat aus dem gegrabenen Brunnen dann einen kleinen Gemüsegarten angelegt und vieles von dem, was damals geschehen ist, ist in den Büchern, die überliefert sind, in den Tagebuchaufzeichnungen, die ebenfalls überliefert sind, sehr anschaulich beschrieben. Aber immerhin war das Lehmhaus dann schon gebaut, als seine Frau Frieda eintraf. Hier entsteht dieses Lehmziegelhaus 1911, 1912. Man sieht, mit dem Ochsenwagen werden die luftgetrockneten Lehmziegel angefahren. Man hatte dort nicht genug Holz oder Holzkohle, um die Ziegel zu brennen, also wurden sie nur luftgetrocknet. 1915 im April brach der Basser-Aufstand aus und sie konnten sich noch gerade rechtzeitig nach Dordobes retten, wo schon einige andere Farmer waren und sich schützen konnten. Aber als sie dann zurückkamen, war das Farmhaus verwüstet, innen drin verwüstet.
und es war viel Vieh gestohlen worden. Wieder eine große Herausforderung, die irgendwie bewältigt werden musste. Dann wurden von den damaligen ca. 12.000 Deutschen etwa 5.000 von den Südafrikanern ausgewiesen. 1920, die frühen 1920er Jahre, waren äußerst schwierige wirtschaftliche Jahre. Es hatte zwar genug geregnet, aber es gab keine Märkte für die Produkte mehr. Die Schutztruppe war ja aufgelöst und ausgewiesen worden und fiel weg. Und die Südafrikaner haben die Grenze geschlossen für alle Landwirtschaftsprodukte aus Namibia, damit keine Konkurrenz für ihre eigenen Farmer erwachsen könnte. Es hat 1924, das wissen wir aus den Tagebüchern, immer wieder Pläne meiner Großeltern gegeben, Gareb zu verkaufen. Aber dann ab Mitte, Ende 24 kam endlich ein langsamer Aufschwung, weil Südafrika dann die Grenzen geöffnet haben. Die Südafrikaner haben gesehen, dass es nicht anders geht. Die Farmer brauchen Absatzmärkte. Und mein Großvater hat sich dazu entschlossen, eine Käserei in Gang zu bringen. Er hat aus der Schweiz einen Käser importiert. Wir sehen gleich ein Foto davon. Und die Einnahmen von Gouda und Schweizer Käse haben in den 1920er und 30er Jahren maßgeblich die wirtschaftliche Lage stabilisiert. Die Farmer oder Farmers Söhne und Töchter unter euch müssen sich bitte mal vorstellen, dass 1934 an der Hausstelle Gareb etwa 1000 Kühe täglich mit der Hand gemolken worden sind. Eine Wahnsinnsarbeit. Mein Großvater hat schon sehr früh Nachbarfarmen zugekauft. Wenn Dürren kamen, war seine Devise, dann muss man eine Nachbarfarm, die möglichst Weide hat, dazu kaufen. Und bis 1941 hat er dann tatsächlich 6 Farmen besessen, die insgesamt 40.000 Hektar umfassten. Und er hat dies getan, vor allem um die immer wiederkehrenden Dürren zu überbrücken. Hier steht der Käser Kaun mit einem Schweizer Ausstellungskäse aus dem Jahr 1936 mit 45% Fett in der Trockenmasse. Der Käse wiegt 140 Lips oder Pounds. Made by Gareb Cheese Factory in Southwest Africa. Und das linke Foto ist der Reiferaum der Käserei. Hier kommen die ersten Karakulschafe in den frühen 1930er Jahren auf Gareb an. Mein Großvater ist dabei, bei dem Ausfangen und Sortieren der Schafe zu helfen. Ein typisches Bild eines Farmpostens, wie wir sagen, mit dem Windmotor im Hintergrund und den Krälen für das Vieh. Und so war der in den 1940er Jahren der Farmblock von Hans Lühl aus. Diese insgesamt 40.000 Hektar, bis auf Reuwarter rechts unten, sind alle diese Farmen heute noch im Besitz der Familie, das heißt inzwischen in der 4. Generation. Nochmal zum Vergleich, so sah dann die Infrastruktur auf diesen Farmen aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ist nicht so gut zu sehen, aber immerhin. Das Ziel war sehr bald und sehr intensiv die Schaffung von Einzäunungen, von Bohrlöchern und Wasserstellen, um eine gezielte Beweidung mit Vieh zu ermöglichen. Nur wenn das gelingt, nur wenn der Farmer dem Vieh vorschreiben kann, wo es zu weiden hat, lassen sich Weidereserven für Dürrejahre schaffen. Und so sah eben dann dieser Block von Hans Lühl aus, als er mit den Zäunen, die Linien, das kann man erkennen, immer da, wo die zusammenlaufen, sind dann die Wasserstellen, die Posten. Als so sah dieser Betrieb aus, als er das meinem Onkel, Hans-Jochen Lühl, in den 1950er Jahren übergeben hat. Frühen 1950er Jahren. Und übrigens oben schnell mal die Bemerkung, dass mein Großvater hat schon 1919 sich das erste Auto gekauft.
Den ersten Eisschrank hat er aber erst bewilligt 1936. Das heißt, dieses Ehepaar und die Kinder, die waren da alle längst geboren, es waren vier an der Zahl, haben 26 Jahre lang ohne Eisschrank auf der Farm gelebt. Man stelle sich das bitte heute mal vor. Hier ist eine der vielen wiederkehrenden Dürren. Dieses Foto stammt aus Gare im Jahr 1995. Und die Zahl ist sicherlich auch interessant für Farmer und Farminteressierte, dass zum Beginn der 1981er Dürre, also nicht dieser, die hier dargestellt wurde, sondern der 1981er Dürre, hatten die beiden Vettern Hans-Peter und Hans-Joachim Lühl auf diesen 40.000 Hektar 5.500 Rinder. Dann haben sie noch eine Farm mit 10.000 Hektar in der Nähe von Blumenfelde dazugekauft. Da waren sogar 50.000 Hektar. Die Farm hieß Veronika. Und 1983 waren nur noch auf diesen 50.000 Hektar 962 Rinder. Eine wahnsinnige Herausforderung, die es irgendwie zu überwinden galt. Denn, wie jeder Farmer weiß, sobald der Regen wieder eingesetzt hat, sobald wieder Weide da ist, suchen alle Farmer Rinder und es müssen welche eingekauft werden von irgendwoher. Und vorher mussten so schnell wie möglich fast alle verkauft werden. Die Preise gingen nur in den Keller. Und nachdem es geregnet hat, steigen die Preise himmelhoch. Eine sehr, sehr schwierige Herausforderung, das immer wieder zu bewältigen. Aber es ist geschafft worden. Jetzt komme ich zu der Hasenfamilie. Mein Vater ist 1933 ausgewandert. Er hatte Landwirtschaft an der damaligen sogenannten Koloniallandwirtschaftsschule in Witzenhausen studiert. Das liegt an der Werra, da in der Nähe von Kassel. Und wollte gerne Landwirt werden, aber in seiner eigenen Familie gab es keine Landwirtschaft. Und er lernte jemanden aus Südwestafrika kennen, der ihm von dem Land erzählt hat. Da hat er gesagt, da fahre ich einfach mal hin und gucke mir das mal an. Und ihm ging es genau wie meinem Großvater schon auf der ersten Fahrt ins Land. Hat er sich in das Land verliebt und hat gesagt, hier bleibe ich und hier baue ich mir eine Existenz auf. Sein erster Job war auf der bekannten Farm Krummuck von Familie Fuchs, südlich der Auersberge, südlich Windhoek. Da hat er nur gegen Kost und Logis arbeiten dürfen. Seine Karriere hat er aufgebaut als Feldkäufer und Karakulexperte. Die Leipziger Firma Thora und Company kaufte, hatte ja für den Import der Schafe gesorgt und kaufte eben auch die Felle auf. Und er hat sich im Lande und später auch nochmal für ein knappes halbes Jahr 1936 in Leipzig zum absoluten Experten auf diesem Gebiet ausbilden lassen. Er hat dann alle seine Ersparnisse in Vieh investiert, mit dem Ziel, eine eigene Farm zu besitzen. Dann 1940, kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wurden plötzlich 2000 deutschsprachige Männer in Südwestafrika interniert. Die meisten davon nach Andalusia in Südafrika. Das ist nicht so sehr weit von Kimberley in Südafrika weg. Und zunächst war also nichts mehr mit Felle aufkaufen und auch nichts mehr mit Farm kaufen. Aber in dem Lager haben inhaftierte Akademiker eine Lageruniversität aufgebaut. Und mein Vater hat die Gelegenheit genutzt, Landwirtschaft weiter zu studieren. In diesem Falle jetzt namibische Landwirtschaft. Er hat Buchhaltung gelernt und Russisch studiert. Und erst nach 6 Jahren Gefangenschaft sind die Lager geschlossen worden, ist er entlassen worden. 4 Jahre lang, muss man sich vorstellen, durften die Frauen ihre Männer nicht besuchen. Meine Mutter hatte er 1939 kennengelernt. Die hatten sich gerade noch verlobt, bevor er interniert wurde. Und er hat meine Mutter tatsächlich 4 Jahre nicht sehen dürfen. Meine Mutter hat
dann, als in der Nähe der elterlichen Farm Gareb eine Farm zur Verpachtung angeboten wurde, weil das Farmer-Ehepaar verstorben war, hat meine Mutter auf eigene Faust diese Farm Wiese gepachtet. Sie hat mit meinem Vater korrespondiert, ob sie das machen soll. Und er hat zu ihr gesagt, wenn du dir das zutraust, dann mach es gerne. Dort und dort habe ich mein Vieh untergestellt. Und dann kannst du ja schon mal die Farmerei in Gang bringen. Er hat in vielen Briefen ihr alle möglichen Ratschläge erteilt, wie sie diese Farmerei, vor allen Dingen die mit Schafen, weil der Großteil der Tiere waren eben dann Karakulschafe, gestalten kann. Und als meine Mutter dann dort rüberfuhr auf diese Farm mit ihrer Schwägerin Ursula Lühl und der damals schon geborenen kleinen Tochter Annetrud Lühl, hatte sie kein Auto. Es gab nur einen Donkeywagen und eine Pferdekutsche. Und trotzdem hat sie mitten im Krieg, trotz großer Unsicherheit, die Kraft gehabt, den Mut gehabt, wir würden sagen, den Guts gehabt, die Farmerei dort in Gang zu bringen. Es gab immerhin wenigstens ein Telefon und sie konnte regelmäßig mit ihren Eltern auf der Farm Gareb telefonieren. 1945 war das die berühmte Beschlagnahmung vom sogenannten Enemy Property. Zunächst einmal wurde aller deutscher Besitz, auch alle Farmen, beschlagnahmt und von den Südafrikanern verwaltet oder an die Deutschen zurückvermietet. Hier am 20. April 1944 Abfahrt mit dem großen Donkeywagen, wie man sieht, denke, wenn ich richtig zähle, 8-spännig gespannt mit Hausrat und meiner Mutter, die dort zu sehen ist, da sitzt die kleine Annetrud. Und so ging es also auf die Farm Wiese, der Anfang der eigenen Farmerei. Die Ex-Internierten, mein Vater, durften erst 1948, nachdem Dr. Malan und die Nationale Partei in Südafrika, die ja dann die Apartheid per Gesetz in Südafrika verankert hat, an die Macht gekommen waren, die Wahlen gewonnen hatten gegen Dr. Jan Smuts. Danach durften sie also erst zurückkehren, obwohl mein Vater eine Sondererlaubnis 1947 schon bekommen hat. Aber das Großteil der deutschen Männer, die durften eben dann erst zurückkehren. Und danach gab es erst eine echte Existenzsicherheit für die meisten Deutschen. Es gab dann einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung. Viele von euch werden gehört oder gelesen haben, dass auch in Europa, insgesamt in der Welt, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein rasanter Wirtschaftsaufschwung in Gang kam. Und dank Karakul, auf das mein Vater spezialisiert war, und dank seiner Erkenntnis, dass die sogenannte Flachzucht, das heißt Lämmer ohne Lockenbild, ihr werdet gleich davon Fotos sehen, sehr viel bessere Preise bringen, erhielt er für diese Felle die höchsten Preise, die je für irgendwelche Karakulfelle aus Namibia bezahlt worden waren und kam dadurch wirtschaftlich sehr schnell voran, denn nun konnte er auch Böcke, Schafsböcke verkaufen, die niemand anders oder fast niemand anders im Lande hatte. Und das hat eine sehr wichtige und interessante zusätzliche Einnahme erbracht. 1949 hat er dann schon die Farm Jena gekauft, von der vorhin schon mal die Rede war, 10.000 Hektar groß, nördlich von Huachanas gelegen. Und 1954, bereits dank dieses wirtschaftlichen Aufschwungs, wurde eine komplett neue Hausstelle gebaut. Alles wurde bei meinen Eltern, selbst der Hühnerstall und der Taubenstall, von einem befreundeten Architekten entworfen. Da war also zunächst mal diese Herausforderung bewältigt und es gab eine eigene Farm und es konnte losgehen und meine Eltern waren sehr, sehr glücklich. Dann gab es wieder so eine Katastrophe. Am 21. und 22. Februar 1960 hat es innerhalb 18 Stunden
zwischen 250 und 500 Millimetern geregnet über den Farmen südlich von Uhlenhorst, nördlich von Huachanas. Und mein Vater hat 550 Schafe verloren, die ertrunken sind. Wieder ein großer Rückschlag. Das waren etwa 25% seines damaligen Mutterschafbestandes. 1961 und 1962 ist, oder 1961 ist zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten die Maul- und Klauenseuche, die aus Botswana eingeschleppt worden war, ausgebrochen. Maul- und Klauenseuche bedeutet, dass keinerlei Exporte von Vieh, Lebendvieh oder auch Viehprodukten mehr erlaubt war. Südafrika hat sofort seine Grenzen geschlossen und nur mit einer Sondergenehmigung war es möglich, die Felle, die Karakulfelle, die primär im Süden und im Westen des Landes produziert wurden und wo keine Maul- und Klauenseuche war, die durften exportiert werden nach Europa. Auch deshalb, weil sofort eine Wildzaunkonstruktion quer durch das ganze Land in Gang gebracht wurde, als auch Impfungen. Und alle Farmgebiete, die südlich und westlich dieses Zaunes lagen, die durften eben Karakulfelle exportieren, die durften aber keine Rinder exportieren. Und es ging den Schaffarmern dadurch wirtschaftlich bedeutend besser als den Rinderfarmern. Aber durch diese Maßnahmen ist die Maul- und Klauenseuche, deren Kontrollen also enorm streng an diesen Durchfahrten durch den Zaun waren, man durfte nicht mal Butter aus Windhoek mit auf die Farm rausbringen oder auch kein frisches Obst. Aber durch diese Maßnahmen hat man die Maul- und Klauenseuche relativ schnell in den Griff bekommen und wurden dann eben die Grenzen wieder geöffnet, denn damals musste das gesamte Großvieh, was geschlachtet werden sollte, nach Südafrika exportiert werden. Das ging überwiegend nach Kapstadt an den Schlachthof Maitland und nach Johannesburg an den Schlachthof City Deep. Per Eisenbahn damals, alles per Eisenbahn. Dieses ist ein erstes schlechtes Foto, eines der wenigen aus den 1930er Jahren, von einem Lamm, das eben dieses flache Lockenbild hatte. Längst nicht so schön wie das, was ihr gleich sehen werdet, was später dabei rauskam. Aber eben in den späten 1930er Jahren hat mein Vater, wenn er bei Farmern Felle kaufte und solche Felle zwischen den angebotenen Fellen waren, den Farmer gebeten, diese Fälle oder Lämmer diesen Typs, besonders wenn es Bocklämmer waren, für ihn am Leben zu lassen, damit er sie kaufen kann. Holger, ich muss schnell mal fragen, hier steht wieder, 4 people entered the waiting room. What shall I do? Soll ich irgendwas als Host machen? Naja, also hier sehe ich keine, aber also wenn du die da im Warteraum siehst, dann einfach mit ich der... Ich kann auf der Liste der Namen keine neuen Namen entdecken. Wo kommt denn die Meldung her, die du da siehst? Keine Ahnung, die steht dann plötzlich da, aber ich mache es wieder weg. Ja, okay. Gut, also und diese Typen da, dieser Typ, dieser Feldtyp, dieser Ramtyp, der hat eben maßgeblich dazu beigetragen, dass mein Vater einer der führenden Züchter der Flachzucht ganz früh schon gewesen ist. Hier ist ein Bucky-Fracht voll mit 2 Wochen alten Swakara-Lämmern. Diese Haare, die Locken, haben ja die Eigenschaft, sehr schnell zu wachsen. Deshalb werden die Lämmer ja auch am Tag nach der Geburt schon gepelzt, wie wir in der Fachbranche sagen, in der Fachsprache sagen. Und nach 14 Tagen sehen die schon so aus. Es ist jetzt schwarz-weiß, als Bundfoto war das noch besonders eindrucksvoll. Und das ist dann das Swakara-Zuchtideal, was eben gezüchtet wurde in den Farben Grau, Schwarz und Weiß mit diesem Typ
habe ich viele Jahrzehnte gefarmt und auch selber Böcke verkauft und sehr gute Erfolge erzielen können. Weiß war besonders begehrt, weil es sich leicht in Modefarben umfärben lässt. 1954 entsteht die neue Hausstelle auf der Farm Jena, von der ich schon mal gesprochen habe. Alles vom Architekten entworfen. Und es schneite ein Besucher herein, der vorbeifuhr auf der Hauptpatt und sagte: Meneer von Hase, um ein solche Unzirkatee zur bei Geltes Bandier. Was so viel heißt wie: Herr von Hase, wie kann man nur in solchen Zeiten, solchen unsicheren Zeiten, so viel Geld ausgeben? Und das zeigt diese Grundeinstellung so vieler, eben auch meiner Eltern, die gesagt haben, das Glas ist doch erst halb voll und nicht schon halb leer, um auch diese Herausforderung zu bewältigen. Und so sah es dann einige Jahre später aus, das neue Haus, beschattet von wunderschönen hohen Bäumen und in einem guten Regenjahr über die Weide hinweg fotografiert. Und das war das Haus, in dem Heidi und ich dann 1975 gewohnt haben, bis wir die Farmerei 2013 aufgegeben haben. Und dann kam wieder eine Dürre. 1983, fast aus dem gleichen Blickwinkel fotografiert, so sah es dann aus. Kein Regen, fast kein Regen. Dann kamen noch die Termiten dazu, die sich über das letzte trockene Gras hergemacht haben. Und dann verwandelte sich diese Landschaft in eine Dürre. Es sieht fast so aus wie hier draußen, außerhalb von Zwackermund. Selbe Dürre, westlich des Hauses, Farmhaus Jena, fotografiert. Da kann man diese kleinen Erdhäufchen sehen. Das ist, was die Termiten hinterlassen, wenn sie eine Graspflanze, einen Graspollen, wie wir im Pharma-Jargon sagen, komplett abgefressen haben. Hier ist die Regengrafik der Jahre 1950-51, Regenzeiten 50-51 bis 2012-13. Der jährliche Durchschnitt war etwa 233 Millimeter. Man kann sehr schön die wellenförmige Bewegung, fast wie so eine Sinuskurve, erkennen, mit guten und schlechten Jahren, so im Rhythmus von so 9 bis 11 Jahren war es dann ganz schlecht oder es war dann wieder sehr gut. Das Höchste, was wir je gemessen haben, war 1999, 2000 mit 580 Millimetern. Also mehr als das Doppelte. Das schlechteste Jahr war 1970 mit nur 70 Millimetern. Eine große Herausforderung für jeden Farmer, nur zu bewältigen durch vernünftige Infrastrukturentwicklung mit Zäunen und dann eine ganz gezielte und sehr streng und wissenschaftlich befolgte Weidewirtschaft. Die Farm Jena, diese Karte ist aus dem Jahr 2013, 10.105 Hektar, da steht 238 mm Regendurchschnitt, ein bisschen mehr. Als mein Vater die Farm gekauft hat, gab es einen Zaun außenrum und drei Kamms. Hier so rüber, da und dann nochmal hier unten, einmal so quer durch. Das war's. Es gab drei Wasserstellen. Da unten Alt-Jena, hier Mittelhof und da Kalkbusch. Das war's. Und als wir die Farm dann am 31. Oktober 2013 endgültig verlassen haben, waren dort 116 Kamps, 32 Posten, 11 Bohrlöcher, 40 Kilometer Pipelines und ungefähr 450 Kilometer Zäune innen und außen herum 46 Kilometer Maschendraht gegen Schakale. Diese Infrastruktur war auch deshalb so intensiv, weil wir eine Zuchtfarm waren und Böcke verkauft haben und dadurch eine andere Infrastruktur brauchten.
Wir haben Lammzeiten gehabt, Mitte des Jahres, so im Mai, Juni, jetzt um diese Jahreszeit und dann auch wieder Anfang September. Da hatten wir manchmal zwischen 80 und 100 Geburten am Tag. Das war eine wahnsinnige Menge an Lämmern, die bewältigt werden musste. Ein großer Teil davon musste für die Zucht geputzt werden. Jedes Lamm wird beschrieben und muss auch noch fotografiert werden. Da haben wir dann manchmal 20 Lämmer fotografiert. Die restlichen Lämmer wurden dann gepelzt. Und wenn die Sonne unterging, musste das alles abgehandelt und fertig sein. Denn am nächsten Morgen konnte die gleiche Menge da sein. Und dadurch brauchten wir auch einen hohen Stamm an Arbeitern. Also der Betrieb war eigentlich nur in der Größe mit den Schafen. Wir hatten dann 4.000 Mutterschafe plus Jungvieh plus Böcke, allerdings zu dem Zeitpunkt nur Schafe, konnten wir nicht mit nicht weniger als 12 Arbeitern schaffen. Und da muss man dazu sagen, dass an jedem Arbeiter, Farmarbeiter, allerdings waren da auch die beiden Frauen eingerechnet, also 10 für den Betrieb, 2 für den Haushalt, hingen ja immer mindestens 5, aber oft auch 6 oder 8 Abhängige, also Familienangehörige, die alle dadurch den Erlös, den Lohn ernährt wurden. Ich liste hier jetzt nochmal einige andere Herausforderungen, die wir und Farmer und Menschen dieses Landes, die durchgehalten haben, bewältigt haben. Zum Beispiel war in den 1980er Jahren der Terrorismus. Die Gegenseite haben sich Freedom Fighters genannt. Eine große Bedrohung, vor allen Dingen oben im Norden. Es hat ja da auch Überfälle und Tote gegeben. Wir haben damals unsere Fenster vergittert, wir haben uns Funkgeräte angeschafft und morgens und abends einen sogenannten Funk-Roll-Call gemacht, wo jeder sich melden musste. Viele von uns haben auch an regelmäßigen Wehrübungen teilgenommen. Und 1978 hat ein sehr bekannter Karakulzüchter, Gerd Frieg, die Farm Kirepotip verkauft, aus Angst vor der Unabhängigkeit des Landes. Wir hatten damals die erste Wahl. Viele werden davon etwas wissen, vielleicht auch daran erinnern. Und mein Bruder hat damals diese Farm auch 10.000 Hektar gekauft und hat auch gesagt, wie meine Eltern damals, das Glas ist doch erst halb voll. Heute ist diese Farm Kirepotip eine bekannte Vieh- und Gästefarm mit 45 Betten. 1990 kam die Unabhängigkeit. Eine mit uns gut befreundete Familie mit auch 4 Kindern saß damals auf gepackten Koffern, um sofort die Grenze nach Südafrika zu überqueren, falls es nach der Unabhängigkeit schief gehen sollte. Und es gab viele, die das befürchtet haben. Wir von Hases, Heidi und ich, sind mit unseren 4 Kindern, die damals noch sehr klein waren, am 21.03.1990 im Stadion in Windhoek gewesen, um das Einholen der südafrikanischen Flagge und das Hissen der neuen namibischen Flagge persönlich mitzuerleben. Ein für uns alle unvergessliches Erlebnis. Dann kam ab 1980 die große Katastrophe des Einbruchs der Preise für Karakul bzw. Swakara-Felle. Auf einer Auktion alleine sind die Felle um 30% gefallen und die meisten Farmer haben auf Fleischschafe, auf Ziegen oder auf Rinder umgeschaltet. Wir haben auch mal auf der Farm Jena eine Heuschreckenplage bewältigen müssen. Die Farm Jena hat 5 Kilometer gemeinsame Grenze mit dem Kommunalgebiet Oachanas. Oachanas ist die alte Siedlungsstelle der sogenannten Roten Nation der Nama, einer der Kasten oder der Clans der Namas. Und viele Farmer wissen, dass ein Kommunalgebiet eine ganz große Gefahr für Viehdiebstahl darstellt. Aber Heidi und ich haben uns gesagt, dieser Ort und die Menschen, die dort leben, können für uns auch eine Chance sein zum Etablieren von guten Beziehungen. Ich habe mich daraufhin eingesetzt für den Bau eines Internates, allerdings habe ich das schon vor der Unabhängigkeit gemacht, für die Kinder von Farmarbeitern. Und wir haben dieses Internat für 150 Kinder am 19. März 1990, also 2 Tage vor der Unabhängigkeit, offiziell eingeweiht, besteht heute noch
wird vom Staat bewirtschaftet. Ich bin vor gar nicht langer Zeit mal wieder da gewesen. Und ich habe mich bemüht, mit den die Kommunalfarmer zu fördern, wo es geht. Da ging es hauptsächlich um Beratung, um Ausbildung. Und wir haben die vom Pharmaverein aus auf meine Anregung, ich war damals Vorsitzender, die Förderung von den Resettlement-Farmern, die ersten tauchten bei uns auf den Farmen, die der Staat gekauft hat. Und dann in Parzellen als Resettlement-Farm ausgegeben hat. Wir haben das in Gang gebracht und haben da einen sehr erfolgreichen Pharmatag mit dem damaligen Minister für Lands and Resettlement, Hilfige Punyet Pohamba, abgehalten, der selber dann ja später zum zweiten Präsidenten Namibias gewählt worden ist. Und meine Frau Heidi hat das Textilunternehmen Anin aufgebaut. Sie hat mit einer Frau angefangen, der sie ein Stück Stoff gegeben hat. Auf dieses Stück Stoff war mit Wäschekreide ein Perlhuhn von meiner Frau skizziert. Meine Frau hat Kunst studiert und hat dieser Frau diesen Stoffstück mit einigen Rollen bunten Stickgarns gegeben und hat sie gebeten, das auszusticken nach eigener Fantasie. Und es war so hübsch, was da rauskam, dass meine Frau gesagt hat, das kann tatsächlich mal was Großartiges werden. Und zum Höhepunkt hat sie 350 Frauen beschäftigt und hatte 5 Geschäfte. Eins davon war sogar in Greenpoint in Kapstadt. Und die Einnahmen aus diesem Unternehmen haben weitgehend die Ausbildung unserer Kinder bezahlt, denn mit der Farmerei war es zu dem Zeitpunkt auch wegen des Einbruchs bei Karakul, Swakara, eben sehr schwierig. Hier ist meine Frau Heidi mit einigen ihrer typischen handbestickten Heimtextilien bei der Eröffnung ihres Geschäftes Casa Anin in Swakopmund. Das war in der Passage gegenüber dem Brauhaus gelegen. Dann kam wieder mal eine Dürre, 1992. Und als ich einen mir bekannten Makler anrief, um ihn zu fragen, ob er eine Farm mit Weide zu verpachten hätte, hat er mir gesagt, habe ich nicht, aber ich habe eine Farm mit Weide zu verkaufen. Und wir sind hingefahren, haben uns die Farm angeguckt, war die Farm David, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Marienthal, an der Teerstraße nach Stampried gelegen. Wir haben die Farm gekauft, um das Vieh unterzubringen. 2 Tage, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, war der erste Treck von Rindern von meiner Farm Jena auf die neue Farm Dabib unterwegs. Und wir haben unmittelbar danach, weil die Hausstelle sehr schön war, das Bordock stark und ein wunderschöner Garten bestand, begonnen zusätzlich mit noch weiteren Schulden eine Gästefarm aufzubauen. Das ist die Anib Lodge, die seit 2004 zu Gondwana gehört. Wir haben sie von 92 bis 2004 auf 28 Betten ausgebaut und dann eben an Gondwana verkauft. Wieder eine Herausforderung, die es zu bewältigen galt mit der Dürre, die wir auf diese Art und Weise gelöst haben. Es gibt die andere Herausforderung, die immer noch bestand bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Farm verkauft habe, das Hoachanas. Forderungen nach dem sogenannten, oder die Bewohner von Hoachanas, Ancestral Land, also dem Land ihrer Ahnen, immer wieder mal formuliert haben und das auch so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über uns geschwebt hat. Wir haben 2013 im Oktober verkauft, weil keine unserer Töchter weiter farmen wollte. Ein kurzes Wort zu Alternativmechanismen, die Farmer über die Jahrzehnte entwickelt haben. Das bekannteste wahrscheinlich ist der Tourismus, der Fototourismus und natürlich auch die Jagd auf Trophäen als eine ergänzende Wirtschaftsgrundlage. Und dann in der katastrophalen Dürre 2019 mussten die Farmer besonders kreativ sein. Viele sind dazu übergegangen, mit schwerer Maschinen aus dem Dornbusch sogenannte Boskos, also gehäckselten Busch, zu machen, der dann mit einigen Zusätzen an das Vieh verfüttert wurde. Farmer haben angefangen, es gab es vorher schon, aber es hat dann sehr zugenommen, Holzkohle zu exportieren.
heute ein ganz wichtiger zusätzlicher Industriezweig der Farmerschaft. Es wurden verstärkt Lebensmittel direkt auf den Farmen produziert und in den Städten vermarktet. Da ist die Farm Krumok, die Farm, auf der mein Vater angefangen hat, 1933, ein besonders gutes Beispiel. Hydroponics ist eingeführt worden, um Futter zu produzieren für Vieh mit sehr wenig Wasser. Die Gebrüder Köps von der Farm Springbokflee, das ist in der Gegend von Nina, haben der Valentin, der ältere der beiden, Frischfleisch nach Deutschland exportiert unter dem Markennamen Köps Steak. Und dieses Fleisch hat er online verkauft. Und das Ehepaar Kesselmann, Heike und Antje Kesselmann, haben in Deutschland in der Nähe von Augsburg den NAM-Shop in Gang gebracht, auf dem es heute noch viele verschiedene namibische Produkte zu kaufen gibt. Das könnt ihr gerne mal googeln, unter anderem auch Windhoek-Bier. Hier sind Valentin und Jonathan Köps von der Farm Springbokflee. Und Valentin hat eben dieses Unternehmen von Hannover aus aufgebaut. Inzwischen ist der Verkauf von namibischem Böton seine Hauptgeschäftslinie. Da ist das Böton in der Verpackung, wie es unter anderem bei Edeka in Deutschland zu haben ist. Ich nehme mal an, dass manch einer von euch es auch schon entdeckt und gekauft hat. Hier von der Farm Krumhoek, die Produkte, eine Vielfalt von biologisch dynamisch produzierten Produkten. Und von Krumhoek lebte früher eine Farmerfamilie mit Angestellten. Heute leben von der Farm und ihren Produkten vier Familien mit vielen Angestellten. Auch ein Beweis, wie eine Herausforderung angenommen worden ist, die Möglichkeit auch die Lage, günstige Lage zu Windhoek genutzt worden ist, um etwas ganz Neues aufzubauen. Das sind ein Foto der Wurst- und Fleischwagen, die in Krumhoek produziert werden auf den 8000 Hektar dieser Farm. Und dieser ein Bild von dem NAM-Shop, Ihr One-Stop-Shop für Produkte aus Namibia. Das Unternehmen des Ehepaars Kesselmann in der Nähe von Augsburg. Dann bin ich bei meinen Recherchen auf einen interessanten Baum gestoßen, den sogenannten Kiri-Baum. Er wird auch Blauglockenbaum oder auch Kaiserbaum oder Kaiser-Paulownie genannt. Stammt ursprünglich aus Japan, ist in Deutschland weiter veredelt worden, braucht wenig Wasser, wächst ungefähr 5 Meter im Jahr und bringt nach 5 Jahren ein sehr wertvolles Holz, was unter anderem zur Herstellung von Musikinstrumenten verwendet wird. Skier werden darauf gebaut, Skateboards, also sehr wertvolles Holz, sehr leicht, sehr haltbar, unbrennbar. Ganz interessant. Wenig Wasser und eine tolle Möglichkeit, von der ich meine, dass jemand diese Chance noch umsetzen muss. Und ich bin gerne bereit, die Kontakte dazu herzustellen. Zum Abschluss die großen Herausforderungen der Zukunft. Aus meiner Sicht, die alle irgendwie bewältigt werden wollen. Die Corona-Pandemie und besonders die Folgen für Namibia im Tourismus. Vieles ist geschafft, aber ganz ausgerottet ist der Coronavirus mit seinen verschiedenen Varianten noch nicht. Dann der Klimawandel, meiner persönlichen Meinung nach die bei weitem größte Herausforderung, die die gesamte Menschheit in irgendeiner Weise bewältigen muss, weil die Wasserversorgung wird dadurch negativ beeinflusst, die Landwirtschaft mit Sicherheit negativ davon betroffen sein. Es muss Lösungen geben. Dann die Frage, ob diese Gesetzgebung Namibia Equitable Economic Empowerment Bill, NEEB, ob sie kommt und wenn sie kommt, wie wir damit umgehen, wie können wir damit leben, was kann man machen.
dann ist ganz sicher ein Dauerbrenner unter den Herausforderungen oder Problemen das katastrophale staatliche Bildungssystem und auch der marode staatliche Gesundheitssektor. Aber Namibia bietet immer noch enorme Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten. Namibia hat wunderbar freundliche und hilfsbereite Mitbürger. Gerade Familien mit kleinen Kindern haben hier fantastische Möglichkeiten, ihre Kinder heranwachsen zu lassen. Das Privatschulsystem ist sehr gut entwickelt. Sogar hier in Swakopmund gibt es etliche Privatschulen, Deutsch, Englisch, Afrikaans. Es gibt ein sehr gutes Gesundheitswesen im privaten Bereich. Das werden auch viele von euch wissen. Sogar hier in Swakopmund bin ich immer wieder erstaunt, wie viele gute Ärzte wir hier haben. Und wir haben dieses fantastische Klima. Nicht nur hier an der Küste, wo im Moment Ostwindstimmung herrscht. Heute waren es 26 Grad, ohne Staub. Sehr angenehm. Aber auch im Inland, die Wintermonate sind ja einfach fantastisch, besonders wenn es schön geregnet hat, wie in diesem Jahr. Das Land bietet unendliche Freiheiten, kaum reguliert, indem sich Kreativität und Anpassung oder Kreativität frei entfalten kann, wo neue Ideen gefragt sind. Ganz besonders jetzt, das werdet ihr auch gehört haben, wo Namibia sehr in die Schlagzeilen kommt mit der Herstellung von grünem Wasserstoff aus Meerwasser, aus entsalzenem Meerwasser. Die ersten Anlagen werden demnächst aufgebaut werden. Und Swakopmund hat eine französische Firma sich bereits 400 Hektar von der Stadtverwaltung reservieren lassen für ein großes grünes Wasserstoffwerk. In Walvisbucht ist Ultawa und List aktiv mit einem belgischen Unternehmen. Und im Süden bei Lüdersbucht soll eine riesige Anlage unter deutscher Federführung entstehen. Es sollen dort insgesamt 8 Milliarden Euro investiert werden. Und ich glaube, dass in diesem Bereich auch eine Menge neue Arbeitsplätze entstehen für qualifizierte Menschen, von denen Namibia viele junge Menschen hat, die im Moment nicht mehr im Lande sind, aber die damit vielleicht eine neue Chance sehen könnten, eine Lebensgrundlage sich hier in Namibia wieder aufzubauen. Ich sage, dass nur Vernunft, Kreativität und Anpassung künftigen Generationen in Namibia das Überleben ermöglichen. Wobei ich immer wieder betonen will, Attitude is everything. Und als letztes ein Spruch von George Bernard Shaw: Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der Meinung, sie passten auch heute noch. Ich finde dieses Zitat deshalb angemessen, weil die alten Maßstäbe, die in den Köpfen noch herumgeistern, vielleicht, hoffentlich nicht, auch bei einigen von euch, einfach heute nicht mehr passen. Die Zeit ändert sich. Ich will mit all dem nicht gesagt haben, und da bin ich mir sehr bewusst drüber, dass es in Namibia keine Probleme, Sorgen, Herausforderungen gibt, die bewältigt werden müssen. Aber ich glaube, dass die Vorzüge überwiegen. Ich glaube, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Bürger dieses Landes, dass die Vorzüge überwiegen und dass es sich lohnt, eine Existenzgrundlage in Namibia aufzubauen. Und wer den Mut dazu aufbringt, auch dafür reichlich belohnt werden wird. Und mit diesen Worten beende ich meinen Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ja, super. Vielen Dank. Die meisten sind dran geblieben.
Dann mach mich am besten mal wieder zum Host. Genau, aber ich habe noch nichts. Rechte Maustaste, ne? Ich bin gerne bereit, noch Fragen zu beantworten, sollte da Bedarf bestehen. Im Reimer, kannst du mich zum Host machen wieder? Das kann ich gerne. Ich muss noch mal gucken, wo ich das jetzt mache. Dann blende unten die Teilnehmer ein und dann einfach mit der rechten Maustaste auf den Eintrag für mich gehen und dann. Wo ist denn der? Thomas, ich habe dein gesehen. Genau. Richtig, bin ich zu hören? Ja. Ja, ich Falls höre dich. mir das Wort erteilt wird, ich freue mich zunächst einmal, lieber Reimer, dich zu sehen und alle anderen auch, soweit sie auf dem Bildschirm sind. Ich grüße in diesem Moment zunächst einmal aus Lissabon. Ich bin in Portugal mit dem Niedersächsischen Landtag, mit dem Wissenschafts- und Kulturausschuss unterwegs. Aber das ist nur Nebensache. Selbst ich habe mir heute Abend wirklich die Zeit genommen, lieber Reimer, dir heute Abend zu lauschen, deinen Ausführungen auch meine Zeit mitzugeben, weil es war mir wirklich das auch wert, heute zu tun. Wir kennen uns ja nun auch ein wenig und ich bin ja nun auch Unternehmer, das weißt du. Und ich möchte nur das alles, was du jetzt hier so zur Ausführung gebracht hast, zunächst einmal mit den Worten bestätigen: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das hast du, glaube ich, immer wieder jetzt hier unterstrichen in deinen anderthalbstündigen Ausführungen, wo ich nicht einen Satz von missen wollte. Und ich möchte nur sagen, die letzten Ausführungen auf deiner Präsentation waren ja auch letztendlich zusammenfassend ganz wichtig für all das, was jetzt an den zukünftigen Aufgaben, den ich mich ja im nächsten Jahr, du weißt, was ich ja wahrscheinlich vorhabe, aber auch nicht vorhabe, wahrscheinlich wird es einiges mehr sein als das, was du vielleicht schon weißt, auch widmen möchte nach meiner Zeit im Niedersächsischen Landtag. Und zwar, es geht A um die Ausbildung. Das ist das Allerwichtigste. Die Menschen brauchen in Namibia, in unserem schönen Land dort, einfach eine Perspektive. Es muss mehr dort vermittelt werden, dass sie auch in ihren Berufen stark sich einbinden. Das ist ganz wichtig. Und dass natürlich Bildung, das ist das A und O, was den Menschen gegeben werden muss, dass diese Bildung auch gut vermittelt worden. Das ist das eine. Gesundheit, das ist auch angesprochen worden. Dort will ich mich auf dem Sektor auch als Investor in Deutschland, wer dort ja auch stark engagiert ist, so wie ich, mich mit den, sage ich mal, Erfahrungen auch rüben nach Namibia einbringen. Und das sind so die wichtigsten Dinge. Aber all von dem, was du hier aufgezeigt hast, ich sage immer wieder nur, Mut gehört dazu und man sollte dieses Land Namibia, was so viel, sage ich mal, Perspektive noch bietet, so viele Ressourcen hat, das muss man einfach am Schopfe fassen, packen. Man muss es umsetzen. Das kann man machen mit viel Engagement und das Engagement, lieber Reimer, das hast du auch immer wieder gezeigt. Und ich sage mal, wir sind ja auch auf der Bahn der Rotaries unterwegs, im rotarischen Leben. Und da kann man so viel bewegen und ich glaube, man kann es noch auf allen anderen Ebenen und man muss es nur einfach machen. Ich sage immer wieder nur Hut ziehen, Chapeau vor dem, was deine Familie, deine Vorfahren geleistet haben. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Danke. geredet, es reicht, aber ich habe mir wirklich die Zeit hier in Lissabon genommen, um diesem Ganzen mit zuzuhören. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich viel geredet habe. Vielen Dank, Thomas. Sehr schön, dass du zugehört hast, zugeschaut hast. Und ich freue mich, wenn du demnächst wieder in Swakopmund bist und wir uns dann treffen können. So ist es. Am 20. Juni bin Nach ich eine Woche Lissabon. da. Dankeschön. Wenn keiner eine Frage hat, also ich würde gerne noch mal wissen, was du da genau mit diesem NEIB gemeint hast oder was da die
großen Herausforderungen sind, die du siehst? NEP ist eine Gesetzesvorlage, die im Moment oder die schon einige Jahre kommt. Das Ding hieß mal NEF, da war es noch ein Framework. Inzwischen ist es ein Bill, aber es ist kein verabschiedetes Gesetz. Es ist also, in Deutsch würde man sagen, eine Gesetzesvorlage. Und die schwebt ein bisschen wie ein Damoklesschwert über der Geschäftswelt, weil da drin steht, dass alle Weißen, und zwar nur Weiße, weißhäutige Besitzer von Geschäftsunternehmen, Unternehmungen, Anteile abgeben müssen oder verkaufen müssen an previously disadvantaged Namibians. Die genauen Modalitäten will ich jetzt nicht erläutern. Die sind mir auch nicht alle bis ins Detail bekannt. Aber das ist das Prinzip. Es soll eine Veränderung in der Besitzerstruktur der Volkswirtschaft Namibias dadurch herbeigeführt werden, hin zu von den previously advantaged Namibians zu den previously disadvantaged Namibians. Wie viel müssen die Geschäftsinhaber denn dann abgeben? Das kann ich nicht sagen. Es war mal im Gespräch 25%, aber ich kann dafür meine Hand nicht ins Feuer legen, was jetzt im Moment in dem Gesetz drinsteht. Unser Vorstandsmitglied Benita Hermer ist Expertin auf dem Gebiet. Die arbeitet mit Kollegen in Windhoek auch an Maßnahmen, wie man sich dagegen wehren könnte. Es ist gar keine Frage, dass Teile dieses Gesetzes, dieser Gesetzesvorlage verfassungswidrig sein würden, wenn sie verabschiedet werden. Benita hat mir vor einiger Zeit gesagt, wird dann auf jeden Fall vor dem Verfassungsgericht dagegen geklagt werden. Da hat sich schon eine ganze Gruppe von Unternehmern zusammengefunden. Und es ist natürlich Gift für den Investitionsstandort Namibia, besonders jetzt, wo Namibia ja unter anderem letzte Woche in Davos im großen Stil geworben hat für diese Investitionen in die geplanten Wasserstoffprojekte. Gift dafür. Und ich glaube, dass auch unser Präsident zumindest sich darüber im Klaren ist, dass es andere Wege geben muss, die man ja durchaus auch finden kann, um eine Art von Umverteilung der Besitzverhältnisse langsam herbeizuführen. Ja. Das scheint ja wirklich nicht so der erfolgsversprechendste Weg zu sein. Ne? Nein. Ja, das wird ja dann vor allen Dingen auch nicht die breite Masse treffen. Also gar nicht. Völlig richtig. Das würde zum größten Teil wieder die sogenannten Fat Cats treffen. Ja. Die schon fett sind. Ne? Ja. Ja, ich hatte neulich gelesen, dass die Ungerechtigkeit in Namibia seit der Unabhängigkeit zugenommen hat. Ja. Also der Gini-Koeffizient. Ja. Der Gini-Koeffizient ist seit der Unabhängigkeit stark gestiegen. Übrigens auch in Südafrika. Ja. Seit der Demokratie 1994. Eigentlich unvorstellbar. 30 Jahre Unabhängigkeit. 32, sehr traurig. Leicht zu erklären, wenn es sehr viel mehr Menschen gibt, dann verschiebt sich das auch. Das ist auch eine Funktion, von wie viele Menschen da sind. Ja, eigentlich ist das doch unabhängig von der Menschenanzahl. Ist ja ein Coefficient. Aber egal. Ja, aber so richtig hast du mich jetzt noch nicht nach Namibia gelockt. Naja, du brauchst ja auch keine Kinder groß zu machen. Ja. Obwohl gerade die mit Kindern fliehen dann häufig nach Deutschland. Ja. Ja. Du, das ist alles, was ich machen kann. Ich kann nur darstellen, wie ich das gemacht habe, wie die Herausforderungen bewältigt worden sind und große Erfolge daraus hervorgegangen sind, Menschen sehr glücklich gemacht haben. Und jeder muss aber, das ist mir völlig klar, aufgrund seiner ganz eigenen persönlichen Lage,
die Entscheidung für sich selber fällen. Auch das weiß ich ganz genau. Aber interessant war, dass ich von einem jungen, Zwakopmunder Unternehmer, der ist etwa Ende 30, gebeten worden bin, sozusagen diesen Vortrag an seine Altersgenossen gerichtet vorzubereiten und zu halten. Ja, ich glaube, das ist auch die Zielgruppe, ne? Das ist, Ja. Hallo, Philipp Theissen. Also einer aus der Zielgruppe ist dabei. Dabei, ja, genau. Hallo. Guten Abend. Ich wollte auch noch mal kurz dazu sagen, also ich fand den Vortrag auf jeden Fall sehr interessant, sehr gut, sehr gute Inhalte. Wie ich das ein bisschen auch jetzt sehe, ist, dass die Zukunft Namibias natürlich momentan extrem unklar ist und dass die Schwierigkeiten, die die Leute damals hatten, natürlich komplett anders sind zu den Schwierigkeiten, die jetzt zum Beispiel meine Generation in Namibia haben wird, wie zum Beispiel das NEP und NEP oder wie der ganze Spaß heißt. Wobei ich da sagen muss, dass ich da die Wahrscheinlichkeit relativ gering einschätze, dass so ein Quatsch umgesetzt wird, weil die Regierung mittlerweile auch eigentlich ziemlich genau weiß, was damit verursachen wird. Und ich denke, es ist momentan eigentlich nur ein Politikum, um die Voucher-Zahlen hochzuhalten. Deshalb, ja, mal schauen, wie die Zukunft von Namibia weitergeht. Mein Plan ist es auf jeden Fall, zurückzukommen, nachdem ich meinen Master absolviert habe. Und dann mal schauen, wie es dann da unten weitergeht. Ja. Sehr gut. Schön. Dann wäre ja einer wenigstens, der sagt, ich fahre auf jeden Fall wieder zurück und guck's mir an. Sehr gut. Ja, aber es ist ja schon der Wahnsinn, was eure Familie da alles mitgemacht hat, ne? Eigentlich unvorstellbar. Ja. Ralf, du hast deine Hand hoch. Ich habe geklatscht, dass Philipp zurückgehen will. Sehr gut. Mich freut und beeindruckt, dass viel natürlich Farmerei ist. Ja. Das liegt mir sehr am Herzen. Das mache ich gerne. Und das sehe ich auch von hier, muss ich sagen. Und ich sehe das auch hier, was aus der Landwirtschaft gemacht wird. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten auch. Aber da sehe ich auch jetzt noch in Namibia viel Gelegenheit. Ja, du kommst ja selber aus dem Metier. Ja. Und dann leider verstorbenen Vater sehr gut gekannt. Und ich glaube nach wie vor, dass auch in der Landwirtschaft große Chancen bestehen mit den neuen Technologien, die entwickelt worden sind und dass da noch viel möglich ist. Das ist bei Leibe noch nicht ausgereizt, obwohl wir so ein Halbwüstenland sind. Gerade weil wir da sind, ist es ja ganz besonders erforderlich und da ist auch sehr viel passiert, gerade mit der Versorgung mit Obst und Gemüse. Vor 20 Jahren waren wir irgendwie bei 15%, jetzt waren wir bei 49%. Natürlich wird man die Äpfel und Ananas nicht da produzieren können, aber das wird so viel, so breit produziert und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, über die keiner spricht. Das hat wenig andere Länder hingekriegt. Und das, man sieht, wie man das gemacht hat, ist das eigentlich nur geschickt mit einem ganz kleinen Zoll und viel Kommunikation. Und da ist eben auch Wachstumsmöglichkeit. Ja, Leute. Wenn ich mich noch mal kurz einschalten darf hier, wenn es um Landwirtschaft, erfolgreiche Landwirtschaft natürlich auch geht. Ich glaube, man muss sich auch mal vor Augen halten. Ich meine, wenn unser Eins hier so 2 Stunden vom Ukraine-Konflikt entfernt lebt und wohnt, welche natürlich auch nicht nur Gefahren, aber auch welche Folgen mit wir auch hier zu erwarten haben, die Ernährung der Weltbevölkerung. Ich meine, wir leben jetzt mit nicht ganz fast, ich weiß nicht, von 8 Milliarden, sage ich jetzt mal rund, Menschen auf unserer Erde. Und ich glaube, alles, was wir irgendwo erfolgreich in der Richtung Farmerei, natürlich auch Produktion von Nahrungsmitteln umsetzen können, müssen wir nutzen. Und da gehört auch selbst Namibia natürlich bis in den letzten Winkel hinein, auch wenn es an manchen Stellen schwer sich darstellt, dazu.
Und das wird eine der größten Herausforderungen jetzt nicht nur sein, das ist sie schon. Und wir wissen ja auch selbst bei uns mit auch Standort grüner Wasserstoff LNG, Reimer, du hast es eben auch ja angesprochen, Walfischbucht, der Hafen ist da. Wir brauchen Ressourcen auch von LNG Richtung Deutschland. Jetzt geht es in Wilhelmshaven ja gerade in meinem Bundesland ja auch dabei, haben da den ersten Spatenstich gemacht. Und wir wissen, wenn die Energieversorgung bei uns nicht mehr gegeben ist, allein wenn irgendwo mal so ein Gashahn oder irgendwo das Öl abgedreht ist, welche Folgen wir daraus haben, wenn der Strom nicht mehr da ist. Namibia hat Sonne, hat Wind, es ist alles da. Wir müssen es mit Sicherheit über tausende von Kilometern auch transportieren. Auch Namibia kann einen ganz großen Anteil dazu mit beitragen, gerade in dieser Richtung der Sicherstellung von Energie, aber auch von Nahrung. Und Nahrungsmittel und Hunger ist das Schlimmste, glaube ich, was man überhaupt haben kann. Überhaupt, wer Kriege irgendwo jetzt so hautnah miterlebt, das ist das Schlimmste überhaupt, was es gibt. Und da müssen wir gegenhalten und gegenarbeiten. Ich sage es nur noch mal so, um das hier mit reinzubringen, einfließen zu lassen. Ja, ja, bitte. Vielen Dank, ja. Gut. Farmers Midnight is fast approaching. Holger. Aber ich glaube, dass ich fand das sehr beeindruckend und das Medium eigentlich, denke ich mal, wenn man die jüngeren Leute erreichen will, dann müssen wir wahrscheinlich lauter kleine Clips machen. Ja. Videoclips machen, die schnell geschnitten sind und schnelle Musik dabei haben, um das irgendwo in die Reihe zu kriegen. Ne? Ja, ja, ja. Wir arbeiten. Ja, das wird der Holger dann machen. Der ist ja der IT-Experte. Also ich bin die eierlegende Wolfsau, oder? Ja, so richtig. Sehr richtig. Okay. Detlef. Schön. Sag du mal was dazu. Ja, hallo erstmal, ich bin der Detlef. Ich bin ja seit Anfang des Jahres hier wieder in Deutschland. Also ich war letztes Jahr, ich denke es war irgendwann Juni oder so, hier nach Deutschland gekommen und ich bin über Käserei, also Milchverarbeitung mehr zu lernen. Und meine Eltern haben einen Milchviehbetrieb da in den Großkonzern. Und ja, wie gesagt, da wollte ich halt das weiterentwickeln. Also wir haben halt immer Frischmilch verkauft oder haben eine Annahme Dairies oder Dickmilch so ein bisschen und jetzt wollte ich jetzt in die Käserei und Joghurt und so das expandieren. Und jetzt bin ich hier gerade in Deutschland halt zu lernen und jetzt habe ich vor dann Ende des Jahres in etwa mit meiner Freundin zusammen und unserem Sohn dann nach Namibia zurückzukommen. Und das ist so jetzt ganz grob der Plan so rund um dieses Jahr. Also, ich denke auf jeden Fall, dass Namibia noch viel Potenzial hat, auch natürlich viele Herausforderungen, aber ich will auf jeden Fall das versuchen, da, ich sag mal, das Leben da, dass da durchkommt. So geht's mir. Gut, danke, schön. Und wenn ich das abschließend noch sagen darf, wann immer, wer immer nach Swakopmund kommt, ich bin jederzeit verfügbar zu Gesprächen, auch über die ganze Thematik, um das eine oder andere aus meinem Vortrag zu vertiefen. Wer immer Interesse daran hat, herzlich gerne. Vielen Dank. Ja, super. Dann auch zum Abschluss, also die Aufnahme, die jetzt auf YouTube gestreamt wurde, die müsste eigentlich theoretisch sofort, aber lasst eine halbe Stunde vergehen, dann steht die automatisch auf YouTube zur Verfügung. Da kann man sie sich dann halt in Ruhe angucken, wenn man Zeit hat. Könnt ihr auch gerne weitersagen. Wer jetzt den Termin verpasst hat, der kann auf alle Fälle auf YouTube diese Aufnahme finden. Und ich werde sie auch auf unserer Live-Seite, also wir haben ja auf der Webseite so einen Live-Link, da werde ich das nennt sich ReLive, also diese Aufnahme von unserem Stream,
die YouTube jetzt automatisch schon verarbeitet. Die werde ich da auch einbetten. Also da kann man sich dann in Ruhe anschauen. Da lassen wir sie dann auch erstmal online. Bis auf Weiteres. Also kann sich die dann in Ruhe anschauen. Und ich weiß nicht, ob du den Vortrag, den könnten wir einfach als PDF dazu setzen. Können wir nochmal schauen. Folien, ja. Obwohl, die werden ja bei YouTube gezeigt. Vielen Dank, Holger, für deine unermüdliche Arbeit daran, dass es auf Multikanal zur Verfügung steht. Das ist viel, ja, das hat doch schon mal geklappt. Viel daran gearbeitet, ja. Genau. Also, dann vielen Dank. Vor allen Dingen einmal. Toll. Und für eure Teilnahme. Und dann in 2 Monaten, ne, immer was? Der erste Sonntag in geraden Monaten. Erste Mittwoch. Erste Mittwoch in geraden Monaten ist wieder Stammtisch. Vielen Dank, Holger. Schönen Abend. Ciao. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss nach Stockholm. Tschüss. 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 Grüße an Heidi.